Matthias Endres und seine Schwester Katharina wollen Metzger-Weltmeister werden. Zusammen mit ihren Teamkollegen trainieren sie heute dafür in einem Schlachthof in Landsberg am Lech. Stehst du da richtig unter Adrenalin jetzt bei so einem Training? Ja, also ich probiere mir immer voll den Wettkampf rein zu versetzen, dass es auch wirklich zeitlich und alles funktioniert. Es kommt die heiße Phase. Jetzt wird's ernst. Für unser ehrbares Handwerk der Metzger! Anfang September geht es zur Metzger-WM nach Sacramento in den USA. Dort müssen Matthias und seine 5 Mitstreiter in nur 3 Stunden und 15 Minuten ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein Lamm und 5 Hühner zu verschiedensten Produkten verarbeiten. Das Prinzip? Die eine Hälfte des Teams zerlegt, die anderen veredeln. So nennen die Metzger um Teamchef Dirk Freiberger die Weiterverarbeitung des Fleischs. Das Teamwork ist beim Hauptwettbewerb, also bei der Mannschaft, das Allerwichtigste. Einfach aus dem Grund, jede Station hat dem anderen zuzuspielen und es muss alles ineinander greifen, weil nur so schaffen wir es in der Zeit, alles zu perfektionieren und vor allem auch alles zu verwerten. Und das ist die Herausforderung bei dem Ganzen. Gut 60 Kilo wiegt die Rinderkeule, die Matthias Endres jetzt entbeinen muss. Das Schwierigste dabei? Das Tempo. Ja, man muss halt bei der Rinderkeule, wenn man auf Tempo macht, wenn man es im Liegen macht, muss man halt immer auf Zug und Druck arbeiten. Und das ist halt, sagen wir jetzt halt einmal, relativ anstrengend. Wenn in der ersten halben Stunde, sage ich jetzt einmal, irgendwas maßgeblich schief läuft, dann zieht sich das durch wie ein roter Faden und dann werden wir nicht fertig. Das wäre das Allerschlimmste. Mit der WM-Teilnahme wollen sie nicht nur die internationale Metzger-Konkurrenz beeindrucken, sondern auch hierzulande das Image ihres Handwerks aufbessern. Für mich kommt nichts anderes in Frage. Ich mache das wahnsinnig gern. Und dass man das halt dann auch zeigen kann, hey, das Metzger-Handwerk besteht mehr aus mehr wie bloß der ganze Tag Wurst machen oder bloß schlachten. Es ist ein zukunftsträchtiger Beruf, was uns ja jetzt halt die Lieferketten zeigen. Wenn man vor Ort kleine Metzger hat, da schmunzeln wir über Probleme, wo andere haben, weil sagen, hey du, wo krieg ich das Fleisch her? Ich geh zum Bauern, hol's Rind. Für den Nachwuchstitel tritt Matthias' Schwester Katharina alleine an. Heute übt sie am Beef Rump, einer quergeteilten Keule, die sich nur schwer entbeinen lässt. Der macht mich wahnsinnig hier. Aber es ist ein bisschen mit der Rückseite, genau. Ja, der Knochen, der mag ihn ja eigentlich schon, weißt du? Der soll ja sonst ja auch mit Kurve drauf. Ja. Jetzt hat man einen Griff. Das schluckt normal runter, nehmen das Messer. So. Ja, genau. Das? Ja. Jetzt löst sich der. Das sollte ja nicht verletzt sein, dieses Beutel. Genau. Jetzt kannst du weiter schneiden. Katharina ist eigentlich Fleischerei-Fachverkäuferin. Das Ausbeinen hat ihr der Bruder beigebracht. Beim Beef Rump stößt sie heute aber an ihre Grenzen. Also ich finde, man hat halt auch einfach überhaupt keinen Halt. Also man hat ja gesehen, ich habe es immer wieder rumgedreht und rumgedreht, weil ich gar nicht weiß, wo du jetzt wirklich festhalten sollst. Ja. So, hier reingeschnitten. Danke. Das verstecken wir. Ist dann aber doch schön, wenn man es dann schafft, oder? Ja, voll. Mit Unterstützung ist das super. Mein größter Übungsbedarf ist immer nur beim Auslösen und Zuschneiden. Also das Veredeln, da mache ich mir gar keinen Kopf. Aber durch das, dass ich ja kein gelernter Metzger bin, ist das einfach mein Schwachpunkt, sagen wir es so. Katharina und Matthias Endres stammen aus Bad Hindelang im Allgäu. Hier betreibt ihre Familie schon seit 1925 eine Metzgerei im Ortsteil Oberdorf. Aber die Branche ist im Wandel. Fleisch wird zum Lifestyle-Produkt. Matthias bedient diese Trends, von denen er seinen Vater Karl-Heinz ab und an noch überzeugen muss. Also, wo ich noch in der Lehre war, das ist auch noch gar nicht so lange her, das sind jetzt 13 Jahre, da wird keiner auf die Idee kommen, eine Rinderschulter zu grillen. Was sagen denn da die Eltern dazu, der Vater zum Beispiel? Der macht das, der findet das gut, glaube ich. Das ist ja nicht immer eine Meinung, aber es ist toll, wenn sie es machen. Und das muss so gemacht werden, es ist eine neue Zeit. Und man geht mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und darum befürworte ich das sehr.
dass sie so weitermachen. Mutter Hiltrud managt mit der Tochter den Verkauf. Wie steht sie zum Sturm und Drang der nächsten Generation? Das ist ja richtig super, wie die jetzt da so eingestiegen sind. Wie die uns auf Trab gebracht haben. Also wir haben schon sehr viel anders gemacht. Schon wo wir mit den Grillkursen angefangen haben und die ganzen Steakszuschnitte, neue Wursttechniken, neue Rezepte. Also wir haben schon viel umgeworfen, eigentlich, wenn man es so sagt. Aber das ist gut, wenn man unterstützt wird, wenn niemand dagegen tut, sondern wenn alle einfach mitziehen. Matthias hat Zertifikate als Gewürz- und Fleischsommelier, gibt Seminare und Grillkurse. Davon profitiert die ganze Familie. Nicht zuletzt in der Mittagspause. Zurück zum WM-Training in Landsberg am Lech. Von Weißwürsten bis zum Rollbraten stellen die Metzger gut 100 verschiedene Produkte her. Beim Veredeln muss Katharina so exakt arbeiten wie möglich, denn die WM-Jury achtet auf kleinste Details. Fangen wir jetzt mal gerade, wenn ich am Binden bin, beim Binden an. Also schon alleine der Abstand, ob sie gleich festbunden sind, wie sie bunden sind. Da gibt es ja lauter verschiedene Bindtechniken. Und also muss ganz ehrlich sein, mir gelingt das auch nicht immer. Aber ich gebe mein Bestes. 2,5 Stunden hat sie bei der Weltmeisterschaft Zeit. Dann muss der Präsentationstisch fertig sein. Wie nach jedem Training nehmen auch heute ihr Bruder und der Teamchef Katharinas Ergebnisse genau unter die Lupe. So, Ina. Schau mal. Zeig mal dein Tagwerk. Wie schaut's aus heute? Bist du zufrieden? Jein. War schon mal besser, aber. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, deine Produkte haben sich extrem verbessert zum letzten Mal. Also. Schon allein der gefüllte Schweinebauch, auch der gefüllte Rollbraten. Die Ina ist extrem motiviert. Und wenn sie das jetzt wirklich noch so weiter motiviert dranhängt, dann sehe ich sie auf jeden Fall im vorderen Drittel. Also das ist auf jeden Fall meine Prognose für den, den sie abliefern wird. Schauen wir mal. Ja. Überhaupt kein Problem. Zufrieden auf jeden Fall mit dem Feedback. Was nicht so gut gelaufen ist, ist jetzt auslösen gerade beim Rind gewesen. Da habt ihr heute irgendwie einen totalen Hänger gehabt. Also keine Ahnung, was das war. Aber sonst eigentlich im Großen und Ganzen, man kommt immer weiter mittlerweile. Also jedes Training bringt einem einfach einen Schritt weiter. Und genau das soll es ja auch sein. Das heißt, du bist zufrieden? Ja, im Großen und Ganzen schon. Nach 3,25 Stunden ist auch das Metzgerteam um Matthias mit der Arbeit fertig. Bis auf einen kleinen Teil der Knochen haben sie das komplette Fleisch restlos verarbeitet. Und wie geht es ihm jetzt? Gut, müde, aber gut. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen. Aber letzten Endes wird der Beste gewinnen. Und wer der Beste ist, das werden wir sehen. Am 2. September wird es sich zeigen. Und das Allgäu vielleicht um 2 Weltmeister reicher sein.